Auf Anweisung von Robert Throckmorton ist der Hafen geschlossen. Gehen Sie. Sie kommen mir bekannt vor. Aber der gute Billy hat sie noch nie gesehen. Sie kommen mir bekannt vor. Aber der gute Billy hat sie noch nie gesehen. Seien Sie auf der Hut. Unten treiben sich Monster herum. Die sind überall. Jetzt, wo der Hafen geschlossen ist, verteilen die Carpenters bestimmt kein Essen mehr. Kommen Sie. Kommen Sie näher, Sie geplagte Seele. Ich kann Ihnen sagen, was die Zukunft für Sie bereithält. Sie sind so etwas wie eine Wahrsagerin? Ja, mein guter, ja. Oh, ich sehe es ganz deutlich. Ihr Lebensweg steckt voller Überraschungen, Neuankömmling. Klingt ein bisschen allgemein, finden Sie nicht? Ich sehe viele Dinge, guter Mann. Und ich werde Ihnen alles bis ins kleinste Detail beschreiben, wenn Sie einen geringen Obolus entrichten. Gut, wie viel wollen Sie? Einen Dollar? Ha! Ihr Geld ist hier nichts wert, Neuankömmling. Seit der Flut bezahlen die Oakmonter mit Waren. In erster Linie mit Alkohol, Tabak und Patronen. Und hier ein Wink mit dem Zaunpfahl. Ich rauche nicht. Ich bin gespannt, was meine Zukunft für mich bereithält. Gut, gut. Ich muss mich konzentrieren. Die See wird in den kommenden Tagen großzügig sein. Sie wird viele Geschenke überbringen. Und viele werden es bereuen, sie angenommen zu haben. Ich kann Ihnen nicht ganz folgen. Das Neue wird gegen das Alte aufbegehren. Ein eiserner Wille. Gegen ein kaltes Herz. Ganz gleich, wer gewinnt, auch Sie werden gewinnen. In einem Käfig aus Eisen und große Säulen, umgeben von den Toten. Ein Rennen, das endet und von vorn beginnt. Und die Zeit selbst lacht nur. Danke. Ich werde Ihre Worte beherzigen. Gern geschehen. Ich kann es gar nicht erwarten zu sehen, was Sie alles tun werden. Snap, elende Landratte. Willkommen im Under the Keer. Was darf sein? Ich suche jemanden namens Louis Flynn. Ist er zufällig hier? Selbst wenn ich es wüsste, würde ich es einem Neuankömmling sicher nicht sagen. Zufällig weiß ich, dass Sie bei Mr. Flynn Schulden haben. Ich habe Ihre Nachricht an ihn unweit von Albert Throckmortons Leiche gefunden. Dem Sohn von Robert Throckmorton. Louis steckt also offensichtlich in Schwierigkeiten und es ist gut möglich, dass er sich hier versteckt. Wenn Sie ihn verpfeifen, kann er nicht mehr seine Schulden eintreiben, verstehen Sie? Drock, das erklärt das ganze Blut. Also gut, wenn ich damit mein Problem los werde, rede ich. Und? Er ist oben, hier haben Sie den Schlüssel. Sie müssen mir versprechen, dass ich ihn ein für alle Mal los bin. Aber hier drin wird nicht geschossen, ja? Eine kluge Entscheidung. Jeden Tag eine gute Tat. Für heute haben Sie Ihr Soll erfüllt. Ich habe hier in der Nähe beängstigende Kreaturen gesehen. So etwas ist mir noch nie untergekommen.
Was zum Teufel sind das für Dinger? Sie sind wohl auf Wildbeester gestoßen, Neuankömmling. Niemand weiß etwas über sie. Und sie können froh sein, dass sie noch leben. Die haben wir hier seit der Flut. Einige sagen, sie kommen einfach aus dem Meer. Andere glauben, dass Kauil uns mit ihnen bestraft. Und was meinen Sie? Was blutet, kann man auch töten. Halten Sie hier immer Ihre Waffe bereit. Und falls Sie mal schreckliche Erinnerungen auslöschen wollen, verkaufe ich dafür hier genau das Richtige. Und noch ein Ratschlag. Lieber feige sein und leben, als tapfer sein und sterben. Aber eigentlich sollte ich das einem Neuankömmling gar nicht sagen. Wiedersehen. Hey, wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Charles Reed, Privatdetektiv. Mr. Throckmorton beauftragte mich damit, seinen Sohn Albert zu finden. Nun sollten Sie wissen, warum ich hier bin. Drock, dieser verfluchte Barkeeper. Das war alles die Schuld dieses verrückten Affen, hören Sie? Ganz ruhig. Ich will nur mit Ihnen reden. Vorerst. Aber wenn Sie nach Ihrer Waffe greifen, liegen Sie schneller tot auf dem Boden, als Sie ausgleichende Gerechtigkeit sagen können. Ich habe nichts zu verbergen. Erzählen Sie von Anfang an. Was ist passiert? Wir waren im Haus. Also Paul, Will und ich. Barry wollte raus aufs Meer, obwohl ich ihm gesagt habe, dass das Pech bringt. Wenn er auf mich gehört hätte, wären wir alle noch am Leben. Kommen Sie, Louis. Bleiben Sie bei der Sache. Gut, also Barry hat dann diesen verfluchten Affen angeschleppt. Ganz stolz hat er sich laut ausgemalt, wie viel Geld uns Mr. Throckmorton wohl für die Rettung seines Sohnes geben wird. Aber dieser Affe... Er war bewusstlos und als er aufgewacht ist, hat er herumgeschrien und uns angegriffen. Danach erinnere ich mich an nichts mehr. Sie haben ohne Vorwarnung einfach abgedrückt. Und als Albert geflohen ist, haben Sie ihn sogar verfolgt. Warum? Ich erinnere mich nicht. Als er aufgewacht ist, war es so, als würden mir die Sinne vernebelt werden. Das Erste, woran ich mich danach erinnere... ist dieses verdammte Lager und dass ich voller Blut war. Ich hatte nicht den Hauch einer Ahnung, was passiert war, aber dachte mir schon, dass es etwas mit dem Affen zu tun hat. Tja, und ich hatte recht. Was? Warum sehen Sie... Ihr Gesicht, es ist... Sie sind gekommen, um mich zu beleidigen, weil ich anders aussehe als Sie. Wollen Sie mich bespucken und vor Ihren Freunden herumtuscheln? Denken Sie, ich kenne das alles nicht? Tut mir leid. Ich wusste nicht, wie ich es anders sagen soll. Jemanden wie Sie habe ich noch nie gesehen. Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Die Körper der Innsmouther wurden von der See gesegnet. Leute wie mich gibt es hier viele. Also gewöhnen Sie sich besser an diesen Anblick. Wir sind stolz darauf, wer wir sind. Mir ist zu Ohren gekommen, dass die Innsmouther und die Throckmortons sich nicht sonderlich gut verstehen. Können Sie mir mehr dazu sagen? Diese Affen verabscheuen uns seit dem Moment, als wir in Oakmont aufgetaucht sind. Unsere Stadt wurde dem Erdboden gleichgemacht. Irgendwo mussten wir doch hin. Die Blackwoods, eine der großen Familien hier, haben uns sofort geholfen. Andere waren nicht so gastfreundlich. Wir haben Arbeit, Essen und Medikamente gebraucht. Aber der Stadt war das egal. Und dann? Um jeden Brotkrumen mussten wir kämpfen.
Und diese Throckmortons oben in ihrem Palast haben es uns nur noch schwerer gemacht. Dauernd haben sie was hinter unserem Rücken ausgeheckt und die Leute gegen uns aufgehetzt. Und tun es noch immer. Ich hoffe, irgendwann werden sie so leiden, wie wir gelitten haben. Sie erwähnten große Familien. Was genau meinen Sie damit? Sie sind ein Neuankömmling. Das erklärt natürlich einiges. Ja, ein Neuankömmling mit einer Waffe. Beantworten Sie die Frage. Schon gut. Hier dreht sich viel um Blutlinien, Traditionen, Ansehen. Diejenigen, die hier das Sagen haben, stammen aus den Familien, die man hier große Familien nennt. Da gibt es zum Beispiel die Carpenters, die einen Großteil der Unterwelt hier in der Stadt in ihrer Hand haben. Und die Blackwoods, die über die Familie Marsh mit den Innsmouthern verwandt sind. Und, lassen Sie mich raten, die Throckmortons. Genau dieses dreckige Affenpack. Da die meisten Angehörigen der Familie Blackwood nicht mehr hier sind, ist da niemand mehr, der uns Innsmouther beschützt. Das, was Elbert angetan wurde, scheint nicht aus dem Affekt heraus geschehen zu sein. Ein gezielter, tödlicher Schuss in den Kopf, eine versteckte Leiche, sieht ganz nach einem wohlüberlegten Mord aus. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich war nicht ich selbst. Ich denke, ich weiß, was ich wissen muss. Bitte, Mr. Reed, sagen Sie Throckmorton nichts. Was auch immer ich getan habe, wollte ich nicht tun. Das schwöre ich. Haben Sie Erbarmen, bitte. Was soll denn nur aus meiner Familie werden? Ohne mich wird sie verhungern. Ich weiß nicht so recht. Ich muss darüber nachdenken. Vielleicht kann ich Ihnen etwas geben, das Ihnen die Entscheidung erleichtert. Ich habe noch ein paar Patronen. Denken Sie etwa, Sie sind der Erste, der versucht, mich zu bestechen? Bitte, Mr. Reed. Strapazieren Sie nicht länger meine Geduld, Mr. Flynn. Bitte, ich habe Ihnen die Wahrheit gesagt, das schwöre ich. Was möchten Sie trinken?
Mr. Throckmorton, ich bin auf seltsame, Was? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Hier in der Gegend trifft man ungewöhnliche Kreaturen an. Und sie sind beileibe nicht friedfertig. Das sind Wildbeester, Mr. Reed. Ehrlich gesagt wundert es mich, dass sie noch am Leben sind. Wir haben diese Plagegeister hier seit der Flut. Ich habe Studien in Auftrag gegeben, aber bisher wissen wir nicht viel mehr als zuvor. Sie sind aggressiv, aber glücklicherweise kann man ihnen mit Schusswaffen Einhalt gebieten. Ja, davon konnte ich mich selbst überzeugen. Versuchen Sie, diese Biester zu meiden, wann immer es möglich ist. Und halten Sie stets eine Waffe bereit. Für den Fall, dass es Ihnen irgendwann einmal nicht möglich ist. Wie ich vermutet hatte, ist der Innsmouther Lewis für den Tod Ihres Sohnes verantwortlich. Er versteckt sich in der hiesigen Bar. Fragen Sie einfach den Barkeeper. Er hatte wohl eine Rechnung mit Ihrer Familie offen und Ihr Sohn Albert musste sie begleichen. Oh, dieser Mistkerl wird nicht ungeschoren davonkommen. Die ganze Stadt soll Zeuge davon werden, was geschieht, wenn man sich mit den Throckmortons anlegt. Der Gerechtigkeit wird Genüge getan werden. Es kommt selten vor, dass sich ein Neuankömmling nützlich macht. Danke. Mr. Throckmorton, ich will nicht lästig sein, aber denken Sie, dass Sie mir jetzt helfen können? Ja, das bin ich Ihnen schuldig. Bei Cowell, wenn man darüber nachdenkt. Ein Neuankömmling, der gerade erst von Bord gegangen ist, muss ein Verbrechen aufklären, weil die Polizei unfähig ist. Aber ich schweife ab. Helfen Sie mir auf die Sprünge. Was führt Sie nach Oakmont? Ich habe das Gefühl, dass ich verrückt werde, Mr. Throckmorton. Ich sehe sonderbare Dinge, Visionen. Und ich will, dass es aufhört. Mich zog es hierher, oder ich wurde geführt, ich weiß es nicht. Jedenfalls glaube ich, dass die Ursache für diesen Wahnsinn hier in Oakmont zu finden ist. Sie täuschen sich nicht, Mr. Reed. Nach der Flut kam es hier in Oakmont zu einer unerklärlichen Hysterie, die sich immer mehr auszubreiten scheint. Ich finanziere eine Expedition zur Erforschung der geologischen Aktivitäten, die hier seit kurzem auftreten und dafür verantwortlich sein könnten. Warum gerade eine geologische Expedition? Es gibt Grund zur Annahme, dass die Flut und dieser Wahnsinn auf ein und dieselbe Ursache zurückzuführen sind. Wie im Kleinen, so im Großen. Daher heuerte ich Wissenschaftler an. Sie erwähnten die Flut. Sie denken, da steckt mehr dahinter als eine Naturkatastrophe? Sie waren nicht hier, als die Flut kam, Mr. Reed. Was geschehen ist, lässt sich wissenschaftlich nicht erklären. Hängen diese Fälle von Hysterie mit bestimmten Visionen zusammen? Seit der Flut haben viele Oakmonter Albträume, die sich ähneln. Sogar die Leiterin meiner Expedition, Professor Harriet Doe, klagte über derartige Visionen. Ruinen unter Wasser in einem ungewöhnlichen architektonischen Stil. Ein schlafender Riese. Überschwemmte Straßen. Eine Stimme, die aus den Tiefen ruft. Genau so beschrieb sie ihre Vision. Dann schlug sie die Expedition vor, weil sie verzweifelt war und die Ursache für die Visionen finden wollte. Hat Ihre Expedition schon etwas gefunden? Das weiß ich nicht. Albert war auch bei der Expedition mit dabei. Sein Tod kann kein Zufall sein. Warum war er allein am Hafen? Wo stecken die anderen? Denken Sie, Ihr Sohn wurde getötet, weil die Expedition etwas entdeckt hat? Ist das so unwahrscheinlich? Eine Woche lang hörte ich nichts von den Teilnehmern der Expedition. Und dann taucht Albert in einem Boot auf und wird kurzerhand ermordet. Klingt in der Tat verdächtig. Mr. Reed, ich will, dass Sie herausfinden, was hier los ist. Ich gehe stark davon aus, dass Sie an den Ergebnissen der Expedition ein ebenso großes Interesse haben wie ich. Wenn ich etwas über die Expedition in Erfahrung bringen soll, muss ich mehr wissen.
Wo soll ich mit meinen Ermittlungen beginnen? Ich gebe Ihnen die Adresse des Hauptquartiers der Expedition und den Schlüssel. Soll das alles sein? Lassen Sie mich eins klarstellen, Reed. Sprechen Sie nie wieder in diesem Ton mit mir. Tut mir leid, Mr. Throckmorton. Aber Sie müssen verstehen, je mehr ich weiß, desto effektiver kann ich ermitteln. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Ich finanziere zwar die Expedition, aber sämtliche Vorbereitungen wurden von Professor Doe und Albert getroffen. Wenn Sie Ihre Ermittlungen abgeschlossen haben, finden Sie mich auf dem Anwesen der Familie Throckmorton. Es befindet sich im Bezirk Old Grove. Hier, ich zeige es Ihnen. Wer kommt für meine Ausgaben auf? Sobald Sie Ihre Ermittlungen abgeschlossen haben, werde ich für Ihre Ausgaben aufkommen. Und natürlich werden Sie auch für Ihre Arbeit hier am Hafen entlohnt. Zudem erhalten Sie von mir einen fairen Vorschuss in Form von Patronen. Patronen? Der Dollar ist hier nichts mehr wert, Mr. Reed. Seit der Flut gehen die Menschen in Oakmont Tauschgeschäften nach. Patronen sind hier nützlicher als Papierscheine mit Zahlen drauf.